an bei, ich lese halt Online-Journalismus, Print, den Online-Print-Journalismus. Ich schaue mir historische Dokumentationen an. Ich schaue mir Social Media, historische Formate an. Ich schaue mir aber auch gerne Computerspiele an, in denen Geschichte erzählt wird. Also vor kurzem habe ich für mich entdeckt Audioguides, literarische Verarbeitung von historischen Inhalten. Also ich lese einfach unglaublich gerne und bin überhaupt kein Fan von Filmen und so weiter. Also das klassische Medium ist natürlich immer noch das Buch, wenn man bei analogen Medien schaut. Und im Bereich der digitalen Medien würde ich sagen, dass es immer noch so YouTube ist vor allem, weil da viele Dokumentationen hochgeladen werden, dann aber auch Wikipedia, weil ich glaube, dass Wikipedia immer bessere Artikel zur Verfügung stellt. Ich gucke mir gerne Ausstellungen an, wobei ich kleine Formate immer ansprechender finde, als den Versuch, so ein riesiges Narrativ aufzumachen. Ich lese gerne Bücher, ich lese auch gerne Romane, die mit Geschichte zu tun haben. Ich habe früher gerne Computerspiele gespielt, heute auch mit Geschichtsbezug. Klar, gerade in der Diskussion ist Valiant Hearts zum Ersten Weltkrieg viel diskutiert. Ich persönlich, klar, Ego-Shooter spielt jeder Junge gern von Call of Duty. Strategiespiele, Foga 2 damals ein großer Durchbruch mit den Nachfolgern Die Gilde oder auch Anno 1602 mit den Nachfolgern. Geschichte erzählen impliziert immer, dass man das in so eine Form gießen muss, die auch erstmal einfach nicht Geschichte im historischen Sinn ist, sondern eine Geschichte, also ein schönes Erzählformat. Und ich finde es immer wichtig, dass das mit reflektiert wird. Ich glaube, zeitgemäße Geschichtserzählung sollte halt davon wegkommen, dass immer große alte weiße Männer Geschichte machen, dass man eben mehr auf kulturwissenschaftliche und sozialgeschichtliche Fragestellungen schaut. Also konkrete Themen wären beispielsweise eben Frauengeschichte, aber auch Kindergeschichte. Jeder, der eine Geschichte erzählt oder eine von vielen Geschichten erzählt, dass er selber ein historisches Subjekt ist. Also dass man immer selber in einem Kontext verortet ist und dass man aus diesem speziellen Kontext eben was erzählt. Und das muss rüberkommen. Der Witz beim Storytelling ist, dass man es transparent macht, welche Geschichte man erzählt und dass man halt subjektiv etwas erzählt. Und das ist eigentlich die ganze Kunst an der Sache. Die Geschichte muss mich als Rezipient irgendwie berühren, also müssen Anknüpfungspunkte da sein für die Geschichte. Ich muss mich da in der Geschichte verorten können, also ich muss irgendwie eine Relevanz dafür sehen. Zum Beispiel Gedenkstätten, Museen, Schulen aber auch, also im Sinne von der Geschichtsunterricht als Medium sozusagen für Geschichte, ja eigentlich der gesamte öffentliche Raum eben, in dem Geschichte vorkommt. Wer das machen sollte, sind glaube ich Leute, die eine fachliche Ausbildung haben, einen Hintergrund und das aber auch irgendwie in zeitgemäße Formate gießen können. Ich bin glaube ich ein relativ großer Fan von der sogenannten Geschichte von unten. Also möglichst eine breite Akteursebene. Ich sehe vor allem die Historiker, die Fachhistoriker in der Pflicht, Bücher auch so zu schreiben, dass sie gelesen werden können. Natürlich auch die klassischen Medienakteure wie Zeitung, Rundfunk, Fernsehen. Ich finde es vor allem auch wichtig, dass es durch Initiativen passiert, durch Vereine, die sich eben unabhängig empfinden und dass es auch nicht immer nur in diesem klassischen geschichtsdidaktischen Sinne passieren muss, sondern dass ich es auch sehr spannend finde, wenn das aus einer künstlerischen Position heraus passiert. Die größte Herausforderung beim Geschichtenerzählen ist es, das transparent machen, dass eine subjektive Geschichte erzählt wird, transparent zu machen, welche Narration man verfolgt. Meiner Meinung nach wird es in heutigen vielen Museen in der Wissenschaft nicht getan. Ein Wendepunkt, dass eben die Zeitzeugen tatsächlich, Zeitzeugen jetzt so langsam nicht mehr da sind, dass da einfach neue Formen gefunden werden müssen, wie man damit umgeht. Ja, die Gefahr, dass das sowas marginalisiert werden kann, Geschichte kann marginalisiert werden, kann missbraucht werden, kann Themen behandeln, die vielleicht moralisch anstößig sind. Dass natürlich die Formate sich ändern, also es gibt heute ganz andere technische Möglichkeiten. Also Jugendliche konsumieren sozusagen Geschichte nicht mehr nur im Schulunterricht oder im Fernsehen, sondern auch eben auf YouTube und so weiter. Und YouTube ist beispielsweise ein riesiges Reservoir an rechter Propaganda. Man kann da fast jede deutsche Wochenschau schauen. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, dass man eben es irgendwie schafft, diese
neuen Gegebenheiten, diese neue Bandbreite an Medien adäquat sozusagen zu adressieren.